Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault aufmachen. Und diesmal war ich ein bisschen fleißiger als letzte Woche. Ich hatte ja auf letzte Woche irgendwie nur einen Slot freigeschaltet, weil ich nur drei Mythic-Plus-Instanzen gelaufen bin. Und ja, das war ein bisschen blöd. Diese Woche war ich ein bisschen fleißiger. Ich habe mal neben dem Collecten Zeit gehabt, ein bisschen im Plus zu laufen. Ich bin meine 8 Keys gelaufen. Jetzt habe ich auch zumindest ein bisschen Score. Der ist immer noch nicht gut, aber zumindest war ich mal ein paar Keys unterwegs, habe meine 8 Keys gemacht und jetzt wollen wir mal reinschauen, ob ich diesmal ein bisschen besseren Loot rausziehe. Ich kann euch mal zeigen, wie wir mit dem Gearstand sind. Großartig, viel mehr habe ich jetzt nicht. Ich habe ja letzte Woche die Brust gekriegt, leider keinen Z-Bonus. Jetzt habe ich mir den Kopf gecraftet und sonst, ach ja, die Waffe hatte ich aus dem, für diese 4 Mythic Dungeons bekommen. Und dann gab es noch ein, zwei Items, die ich jetzt im Plus gekriegt habe. Hier die Handgelenk und ich habe, glaube ich, noch einen Ring, genau. Ich habe die Sachen, ehrlich gesagt, noch nicht abgegradet. Da wollte ich jetzt mal noch auf den Vault warten. Und ich hätte theoretisch noch ein paar kleinere Sachen, die ich aber auch noch nicht abgegradet habe. Ich glaube, das war von Sylvanas, aber da habe ich keinen Sockel drauf, deswegen habe ich das nicht genommen. Und dann habe ich jetzt aus der ersten M-Plus-Woche noch die 255er Gürtel. Weiß ich nicht, der ist wahrscheinlich der Silvi-Gürtel auch besser. Den könnte ich halt upgraden. Und dann hatte ich noch eine Halskette, ne? Aber, da ist halt weniger Versa drauf. Da muss ich auch nochmal gucken. Eventuell werde ich da was upgraden mit den Punkten. Gut, jetzt schauen wir erstmal in den Vault rein. Und ich habe jetzt einmal auf Tank gestellt, denn ich würde ganz gern hier dieses Trinket, das habe ich noch aus der allerersten Season, 2023, in einem höheren Item-Level einfach haben. Ne? Mal gucken, vielleicht ist das drin oder ein Z-Item oder noch eine bessere Waffe. Wir werden sehen. Ich habe einmal auf Tank stehen und jetzt gucken wir mal. Drückt mir die Daumen. Was habe ich denn da? Ach, ich war im LFR, war ich auch unterwegs. Lol, jetzt habe ich nochmal eine Brust drin. Was soll ich nehmen? Ich habe halt ein Z-Item drin. Nein, ich habe halt schon eine hohe Brust. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Ja gut. Das ist halt jetzt Kacke, ne? Also wenn dann, nehme ich halt den Ring. Der hätte halt ideale Stats plus Movement Speed. Der wäre halt top. Ja? Oder ich gehe auf das Set-Item. Ich habe aber schon einen Teil auf Max-Item-Level, was ich dann irgendwann umforschen könnte. Hier die Brust. Die hat zwar keinen Versa drauf, aber ich kann die ja quasi in ein paar Wochen ändern zu dem Item. Das ist jetzt halt die Frage, will ich schneller das Set haben oder will ich schneller den Ring haben? Also der Hals fällt schon mal komplett raus, der ist nämlich scheiße, ehrlich gesagt. Ja? Also der hat keinen Versa drauf, den kann ich vergessen. Der Ring wäre halt ziemlich gut, ehrlich gesagt. Der hat halt Versa, Tempo drauf. Das sind eigentlich die Biss-Stats und ein Tertiär-Stat. Das ist eigentlich ziemlich sick. Oder ich nehme die Brust, die halt auch gute Stats hat. Hat halt nur einen kleinen Versa-Stat. Dafür ist es ein Set. Was kriege ich denn? Beim Einsatz von Baumrinde wird 4 Sekunden lang Berserker ausgelöst. Das ist schon sick. Ehrlich gesagt, ich kriege das Set eh nicht schnell zusammen. Und ich werde eh wahrscheinlich auf die Schmiede warten. Dementsprechend, wahrscheinlich hassen mich die meisten Leute jetzt dafür, dass ich das Set-Teil nicht nehme. Aber ich werde das Set-Teil nicht nehmen. Und, weil wenn ich jetzt das Set-Teil nehme, ich denke jetzt mal so, ne? Bis ich dann das zweite Teil habe, wird es eh dauern. Dann kann ich eigentlich eh warten, bis ich an einem anderen Slot ein Set-Ding kriege und dann mit der Schmiede in ein paar Wochen das andere umwandeln, ne? Die Brust, die ich jetzt habe und gut ist. Also ich glaube, ich mache es so. Vor allem Tertiär-Stat, Biss-Stats. Komm, ich nehme das Ding. Scheiß auf das Set-Item. Bin ich mir wirklich sicher. Oh, ich krieg sogar einen 16er Key. Ja, ne, nicht schlecht, weil ich bin eh nicht am Raiden. Ich bin nur über ein Plus bisschen am Gieren. Da muss ich irgendwo schon gucken. So, dann haben wir zumindest schon mal soweit den Bissring, den ich haben will. Dann können wir den hier austauschen.
und ziehen einmal den hier an und dann geht's mit dem Item-Level natürlich nochmal ein bisschen nach oben. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall das Set-Teil genommen, ne, wenn ich nicht schon ein hohes Item-Level-Teil da hätte, aber dann hätte ich quasi zweimal an demselben Slot das Ding und das würde mich ehrlich gesagt ärgern. Ich muss erstmal ein bisschen gucken, dass ich Item-Level kriege. Und dann können wir weiterschauen. So, Moment, jetzt gucken wir mal. Wir hauen einmal eine VZ noch drauf. Gegenstandsverbesserung, einmal einen Finger. Und dann schauen wir mal, Vielseitigkeit 16, das können wir einmal machen. Ich bin jetzt immer nur so ein bisschen hin und her gerissen, weil vielleicht hätte ich doch das Set nehmen sollen, ne? Ich weiß nicht. Aber ich denke mal, ich kann ja dann eben mit diesem irgendwas-Katalyst-Ding das Zeug umwandeln und dann mach ich das so. Ich muss ja eh, also ich spiele ja eh im Moment so auf Long-Term-Gear und nicht quasi schnell-geared, weil ich ja meistens jetzt noch Collector-Stuff mache. Gut, dann hätten wir das eigentlich auch wieder. Schauen wir mal, wie viel Verse ich dann damit habe. Jetzt bin ich bei 21%. Warum habe ich so wenig Verse eigentlich? Na gut, ich habe auf der Brust keinen Verse drauf. Auf der Schulter habe ich keinen Verse drauf. Auf der Waffe habe ich... Okay. Hälfte vom Gear habe ich keinen Verse drauf. Perfekt. Perfekt. Ja, die Teile muss ich jetzt mal so nach und nach austauschen. Gut, okay. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so bekommen habt, beziehungsweise hättet ihr eher das Set-Teil genommen, anstatt hier, was ich gemacht habe mit den Ringen. Was meint ihr? War das eine dumme Entscheidung? Schreibt mir es gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.